TV. Jo Leute, heute befinde ich mich in der dritten Woche. Ich habe 2,5 Wochen jetzt komplett hinter mir und wollte mal kurz ein kleines Resümee abgeben. Die erste Woche war absolute Vollkatastrophe. Ich musste mich extrem daran gewöhnen, nur noch das wenige Essen zu essen, was ich esse. Also es war in der Masse vom Volumen her recht viel, aber weil ich krass viel weniger Gemüse davor gegessen habe und jetzt halt wesentlich mehr Gemüse essen musste. Und das aber auch wichtig war, weil ich sonst so krasse Hungerattacken gehabt hätte, das wäre nicht mehr normal gewesen. Und ich, ja, deswegen habe ich relativ viel Gemüse gegessen, war halt so Mechanorezeptoren dicht und voll und dann haben die Chemorezeptoren auch noch ein bisschen was abbekommen, das heißt, ich war relativ gesättigt, habe aber trotzdem in der ersten Woche krass viel Kohlenhydrate, also meine ganzen Speicher verloren, Wasser ist weggegangen, ich habe in der ersten Woche, glaube ich, 4,5 Kilo abgenommen oder so, was halt komplett Glykogenspeicher und Wasser ist, ne? 1 Gramm Glykogen gespeichert in der Muskulatur bindet 3 Gramm Wasser. Das heißt, alle, die euch erzählen, ja, ihr könnt in einer Woche 4, 5 Kilo abnehmen, stimmt. Kohlenhydrate und Wasser. Und dementsprechend war ich auch lethargisch, sehr müde, keinen Bock auf Training gehabt und war halt einfach völlig platt. Und ja, dann war in der zweiten Woche, haben wir... weil ich halt krass viel abgenommen hatte, obwohl ich ja auch jeden Tag Kohlenhydrate gegessen habe. Ich glaube, ich habe jeden Tag so um die 150 Gramm Kohlenhydrate gegessen und auch 150 Gramm Fett. Und dementsprechend war so die, in der zweiten Woche haben wir dann ein bisschen das Fett erhöht. Also ich habe halt dann zu meinem morgendlichen Eiern etwas mehr Fett essen können und durfte quasi dann zum Training noch ein Kokoswasser dazu trinken, was sehr, sehr geil war. Ja, und das waren erstmal so die Veränderungen, die wir dann in der zweiten Woche vorgenommen haben. Jetzt in der dritten Woche, weil in der zweiten Woche war auch, oder beziehungsweise am Ende der ersten Woche hatte ich ja dann meinen Ladetag. Den habe ich ziemlich, ziemlich hart gefeiert. Also den habe ich krass ausgelebt. Mit alleine Sushi für, also ich war mit meiner Freundin essen und wir haben für 5,5 Personen gegessen oder 6 Personen haben wir Sushi gegessen. Beziehungsweise Sushi, wir haben eine Sushi-Platte für 4 Personen vernichtet und einen Süßkartoffel-Reisnudelsalat mit Rindfleischfilet gegessen. Das war ziemlich geil und dann haben wir am Abend, also sie ist extrem straight paleo und macht noch viel weniger Ausnahmen als ich, aber wenn sie mal einen Bock auf einen Ben & Jerry's hat, dann muss sie das auch essen. Und ja, dementsprechend sind wir in die Videothek gegangen, haben wollten einen Ben & Jerry's essen, also für sie kaufen, weil ich wollte nicht. Und wir hatten aber kein Bargeld mehr, also dann wollten wir mit Karte bezahlen, dann haben die gesagt, ja, aber erst ab 10 Euro. Und dann habe ich gesagt, okay, dann esse ich jetzt auch noch eins, weil ich habe eben so krass viel abgenommen in der ersten Woche. Das habe ich dann auch gegessen, plus das krasse Sushi-Inferno mit dem Ergebnis, dass ich halt am nächsten Tag irgendwie 2 Kilo wieder rauf hatte. Yes! War auch in der zweiten Woche so von der Leistung her okay, also mein Trainingsoutput hat was hergegeben. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich derzeit dermaßen überarbeitet bin und extrem viel, krass viel machen muss oder beziehungsweise mache. Und dass dieser wenige Schlaf hat mich eher kaputt gemacht. Also dass ich so ein bisschen müde dann war, lag dann nicht mehr am Essen, sondern tatsächlich mehr an zu wenig Schlaf. Und dann, ja, die zweite Woche war relativ cool. Dann habe ich allerdings in diesen 2 Wochen sehr viel Ollie gemacht, beziehungsweise habe und durch die Squats und Deadlifts und Sprints hat sich meine Hüfte so ein bisschen entzündet gehabt. Das fand ich ein bisschen uncool. Und das ist, glaube ich, einfach, weil ich ja, mit meiner Beweglichkeit das halt echt beschissen habe. Das ärgert mich krass doll. Das hat mir jetzt nochmal aufgezeigt, weil ich sonst immer mehr, also viel mehr so Power, Clean Power Snatch gemacht habe und ich mich in der letzten Zeit mehr darauf konzentriert habe, wirklich tief runter zu gehen, tief reinzugehen. Und mit meiner beschissenen Beweglichkeit falle ich da halt immer in einen Kompromiss rein. Ja? Das heißt, meine Knie
knicken nach innen, beziehungsweise meine Füße sind sehr weit ausgestellt, damit mein Fußgewölbe mehr kollabieren kann und ich mit den Knien reinkomme. Das hat zur Folge, dass in der Hüfte bei mir sämtliche Stabilisatoren krasse Arbeit leisten müssen. Und ich habe halt festgestellt, zusammen mit einem Osteopathen zusammen, dass meine Hüfte eben nicht nur von den Adduktoren, sondern auch von anderen kleineren Stabilisatoren noch ziemlich angegriffen ist. Und dann habe ich ja jetzt erstmal quasi das Fazit daraus gezogen und werde in Zukunft mich mehr auf Power Snatch und Power Clean konzentrieren und nicht mehr so in diese tiefe Kniebeuge gehen, weil das einfach für mich nicht so cool ist. Die normale Kniebeuge geht allerdings, also die konnte ich jetzt auch in der dritten Woche machen, obwohl die Hüfte da ist. Ich habe am Ende der zweiten Woche, am Sonntag, also quasi der erste Tag der dritten Woche, habe ich intelligenterweise mein Handy in die Ecke gefeuert, weil ich etwas über Schlaf ermüdet war. Und es ist genau auf den Wäscheständer geknallt und durch so einen Spalt von der Balkontür ab aus dem dritten Stock auf dem Asphalt geknallt. Dementsprechend hatte ich extrem viel rumzurudern, krass viel zu organisieren in dieser Woche jetzt in der dritten. Und dementsprechend habe ich auch keine, ich weiß, es ist eine Ausrede, aber hatte ich keine Zeit gefunden, ist blöd, aber ich hatte einfach sowas von keinen Bock zu filmen, also mein Training. Dementsprechend gibt es jetzt aus der dritten Woche keinen Vlog. Aber zumindest die Ernährung ist auf jeden Fall relativ cool. Heute allerdings, was ist heute? Heute ist Donnerstag, genau, Donnerstag. Also kurz vor Ende der dritten Woche. Also morgen ist ja der letzte Tag der dritten Woche, Freitag. Das heißt, die vierte Woche beginnt am Samstag. Und ich habe jetzt am Ende der dritten Woche, heute hatte ich einen richtigen, richtigen Hieper und ich wollte extremst ausrasten. Ich war irgendwie, wollte mir was zu essen kaufen und bin in dem Laden gewesen und hatte zwischenzeitlich alles in der Hand. Ich hatte Gummibärchen in der Hand, ich hatte Schokolade und Eis in der Hand und stand schon an der Kasse und habe das aber wieder zurückgelegt. Stand wieder an der Kasse, hab's mir wieder geholt, stand wieder an der Kasse, hab's wieder weggelegt, bin dann durch die Kasse durch und war dann wieder, oh mein Gott, scheiße, ey, du musst jetzt irgendwie, und dann bin ich am nächsten Bäcker angehalten, wollte mir eine Streuselschnecke kaufen, stand an der Schlange, das hat mir aber dann zu lange gedauert, dann bin ich wieder abgehauen und dann habe ich endlich mein Essen gegessen, was ich auch vorschriftsmäßig essen sollte und dann ging's wieder, aber ich hatte so ein Bock. Also jetzt so Ende der dritten Woche wird es langsam haarig. Ich muss mal gucken, wie ich mir irgendwelche Dinge einverleiben kann. Ich kann definitiv jetzt mit diesem kalorienbasierten Ernährungsplan kann ich 100% jeden Bodybuilder nachempfinden. Und das ist gut, eine gute Erfahrung für mich, weil ich jetzt tatsächlich nachempfinden kann, warum diese Menschen permanent auf Low-Fat und Light und kalorienarm und zuckerarm oder sonst wie was gucken und denen die Inhaltsstoffe scheißegal sind. Hauptsache, es passt in ihre Makros rein. Und ich merke halt auch, die Kartoffeln sind ja total lecker, wenn sie mit Speck gemacht sind und in Fett abtrinken. So richtig schön kross gebratenes Bauernfrühstück, ja. Bratkartoffeln, irgendwie so, das ist richtig lecker, aber so trockene Kartoffeln, auf 600 Gramm Kartoffeln 10 Gramm Kokosöl. Wisst ihr, wie ich die 10 Gramm Kokosöl esse? Mit einem Löffel, weil es macht einfach keinen, also da schmecke ich wenigstens das leckere Öl, aber in den Kartoffeln geht es total unter. Und naja, auf jeden Fall haben die jetzt auch so eine Sandwiches eben, aber mit Paleo-Brot und dann halt richtig geilen Belag drauf oder hier Salat haben die und irgendwelche geilen Müslis und oh, ich will jetzt, ja, und ich darf jetzt noch irgendwie, vierte Woche fangen wir jetzt an, dann habe ich noch, ich habe jetzt noch sieben Wochen, verdammt, fast 2 Monate darf ich da nicht essen, das nervt. Also ich freue mich richtig krass, wenn diese Diät vorbei ist und ja. Dann werden wir weitersehen, wie es läuft. Ne? Ja, so viel erstmal zur Ernährung und zum Training der letzten 2,5, fast 3 Wochen.
Und jetzt diese Woche war ja Wendler in der dritten Woche, also 5-3-1. Ab nächster Woche werde ich das wahrscheinlich etwas umstellen. Das heißt, ich werde nicht mehr Montag Bench, Dienstag Squat, Mittwoch Press, Donnerstag Deadlift und Freitag OD und Dienstag OD machen. Und Samstag oder Sonntag dann irgendwelche Conditioning, Cardio, sonst was Sachen. Strongman. Sondern ich werde jetzt ab nächster Woche werde ich das zusammenlegen, weil mir das zu wenig ist, dass ich nur einmal die Woche squatte und nur einmal die Woche presse und etc. Das heißt, ich werde jetzt immer Squat mit Benchpress zusammen machen und Deadlift und Press zusammen machen. Und das heißt, ich habe dann ein ABA-Workout in der einen Woche, in der zweiten Woche dann BAB. Ja, und damit habe ich dann quasi innerhalb von 2 Wochen alles abgedeckt, was ich sonst in 3 Wochen hätte abgedeckt. Und genau, damit habe ich quasi in 2 Wochen das ganze Gleiche gemacht. Plus, dass ich eben ein bisschen häufiger gesquattet habe, ein bisschen häufiger gepresst habe, etc. pp. Und mit meinem jetzigen Arbeitsschedule lässt sich das auch ganz gut vereinbaren, dass ich an einigen Tagen einfach ein bisschen mehr trainiere und dafür dann zum Beispiel an einem anderen Tag nicht mehr dazu komme oder so. Anyways, auf jeden Fall würde ich das auf jeden Fall ein bisschen umstellen, dass ich ein bisschen häufiger squatten kann und so weiter. Jo, das war's erstmal mit dem Vlog und Fazit bisher. Bleibt am Ball, checkt die anderen Videos und bis bald. Tschüss.